Recht herzlich willkommen zur 273. Folge von City Skylines. Ja, wir hatten hier hinten versucht, diese eine Kreuzung frei zu kriegen wieder mit der Bushaltestelle daneben. Und wo war das? War das hier? Nee, aber hier in der Nähe ist es schon mal. Wo ist jetzt diese Kreuzung bitte schön geblieben? War doch hier, ne, oder? Ne? Im Industriegebiet auf jeden Fall. Weiter hier unten war das? War das weiter hier unten? Gute Frage, nächste Frage. Ich erkenne es nicht mehr, wo es war. Und das ist erst so ein bisschen her, ne? Also spielt gar keine Rolle jetzt im Endeffekt. Wir gucken erstmal überhaupt in den Verkehr nochmal rein. Dann finden wir die Kreuzung bestimmt gleich auch sofort hier aufleuchtend. Hier fließt es eigentlich. Hier ist es. Da ist unsere Stelle. Und wir hatten hier geguckt, dass dieser Verkehr wieder läuft, der hier jetzt Vorfahrt gekriegt hat. Dieser Strang ist schon leer. Jetzt fehlt es nur an diesem, der sich aber auch sehr gut bewegt. Wahrscheinlich ist es auch gleich wieder weg. Und dafür haben wir den Stau auf anderen Straßen, wie wir gerade wieder sehen. Das ist also richtig schlecht. Stellt sich die Frage, was wir da tun können, dass das alles besser wird. Hier auch nicht. Okay, hier sind wir auf jeden Fall schon mal von der Bahn fast runter. Es staut sich da bis da hinten hin, ne? Ja. Diese Abfahrt ist jetzt nicht so der Bringer, ne? Und die ist schon ziemlich lang, die Abfahrt, und ist trotzdem so voll, ne? Kann man sie revolutionieren, indem man sie hier oben vielleicht schon anders ausbaut. Das ist ja noch eine Abfahrt, ne? Können das ja mal da umbauen zu einer Einbahnstraße, zweispurig, oder? So, so. Geupdatet wird das dann, ne, oder? Sollte auf jeden Fall geupdatet werden. Macht aber irgendwie gar nicht, will er gar nicht mehr machen. Da wird's gehen und da unten nicht, oder was? Was ist das denn für ein Blödsinn dann? Weil jetzt hier der oben drauf ist, oder was? Kann das sein? Hat's was mit der Höhe zu tun? Nein. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Da wird sogar jetzt grün angezeigt. Ja, das ist echt schade, ne? Da geht's, guck mal, so geht's. Aber da geht's nicht wegen der Brücke da drüber, oder was? Was machen wir? Brücke abreißen. Du darfst noch rüber und du warst der Letzte. Zack. Die Enden basteln wir nachher wieder zusammen. So, ist kaum zu glauben, es geht. Es liegt an der Brücke da oben. Und das ist eine Autobahnauffahrt jetzt wieder. Da. Und da nach. Da einfach rüber hätte ich gerne wieder gehabt, aber. Sieht jetzt zwar durch ein bisschen komisch aus, aber egal. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall zweispurig. Und durch zweispurig bedeutet mehr Verkehrsfluss. Weil Links- und Rechtsabbieger vorhanden sind. Okay. Ja, das wird jetzt bald grün werden. So, jetzt stellt sich nur die Frage, ob wir jetzt die Vorfahrtsregelung doch ändern müssen. Wir müssen die definitiv ändern, weil sich auf der Hauptstraße das doch sehr stark staut. Na komm schon. So. So, jetzt haben wir hier die Stoppstraße gebastelt. Und schauen uns das jetzt hier wieder an. Also hier wird es auf jeden Fall grün. Von rot auf grün. Hier ist jetzt sicherlich noch ein Rückstau, der sich aber auf zweispurig jetzt reduziert. Hier fährt es auf jeden Fall wieder. Jetzt hier aber irgendwo was falsch noch ist.
Ist hier noch eine Kreuzung, die falsch angelegt ist? Na, ich verstehe nicht, warum die jetzt hier nicht durchfahren. Wenn doch da hier ein Stoppschild steht. Machen wir hier auch Stoppstraßen raus. Und der Fluss nach unten weitergeht. Versteht wieder keiner, ne? Zack. Wer hält das hier auf, ist die Frage, ne? Hier ist wieder eine Bushaltestelle. Das kann nicht sein mit der Bushaltestelle. Hier kommt der Stau durch die Bushaltestelle wieder, weil die da wieder ist. Ja, das bedeutet, wir ziehen die Bushaltestelle an eine andere Stelle, oder? Ja, auf jeden Fall vor die Kreuzung. Die Bushaltestelle ist natürlich auf dem Stück jetzt gerade ungünstig gelegen. Und wie sehe ich das jetzt, dass ich dann sehe, dass wie ich sie umsetzen kann? So, jetzt habe ich die auf jeden Fall schon mal, glaube ich, auch geändert. Habe jetzt nur noch die, die ich jetzt nach hier hinziehe. Und dann habe ich da keine mehr. Hier vor ist okay, glaube ich, mit dem Verkehr. Gut. Jetzt wird es wahrscheinlich hier unten wegen den Bussen da wieder nicht klappen. Obwohl, die fahren brav daran vorbei. Kreuzungsregelung ist okay. Nochmal hier. Ja, also da ist jetzt gut. Hier fährt es auch. Jetzt ist noch die Frage, warum die definitiv diese Stoppstraße nicht sehen. Hier ist zwar ein Stau, aber der ist nicht so lang, also interessiert mich das nicht, wenn die sich nicht auf der Bahn stauen, interessiert mich das nicht, dann bin ich zufrieden damit. Hier geht's jetzt sogar. Ja, können wir so lassen, würde ich sagen. Kreuzungsbereiche sind halt immer rot, weil alle Fahrtrichtungen da drauf sind. Hier sind immer noch Doofe, die eine Busspur benutzen und deswegen hier drinnen stehen, so wie der hier. Das ist ein Streifenwagen, okay, der. Wollen wir nicht drüber reden. Der nächste Streifenwagen oder was? Und hier, das sind alles Polizeiautos, die dürfen auf eine Busspur sparen, alles klar. Was natürlich keinen Sinn macht, ist, dass man hier gerade zwei Bushaltestellen nacheinander sieht, oder? Das macht nicht wirklich Sinn, oder? Warte mal, da fährt der Bus. Was ist da? Kann mir das einer erklären? Also erstmal macht es keinen Sinn, zwei Bushaltestellen zu haben. Können wir doch eine umziehen. Kriege ich die jetzt nicht gezogen? Haltestelle zum Verlegen ziehen. Ja, mache ich doch gerade. Können wir das mal regeln hier? Ich würde die jetzt mal dahin ziehen. Einfach aus dem Grunde, weil ich sie dann vielleicht dahin ziehen kann. Nee, kann ich nicht. So, jetzt ist sie weg. Es sieht immer noch komisch hier aus. Aber das ist nur so ein Haken, ne? Ja, passt, lass mal so. Hier sind nur zu viele Busse unterwegs, ne? Definitiv, die stehen ja schon hier. Warum fährt dieser Bus nicht? Warum brauchen die so lange an einer Haltestelle? Wenn die hier sowieso stehen, ne? Dann können wir das auch gleich so arrangieren, dass wir hier sagen,
Da sind zu viele drauf. Und mal hier ein Fahrzeug weniger. Linie 28. Linie 26. Auch ein weniger. Linie 22. Aber das waren zu viel weniger. Nummer 23 daraus. Wenn hier sowieso die rumstehen, dann halt, stopp. Linie 27 hatten wir die schon. Nee, hatten wir noch nicht. Zack. 27 hatten wir. 28 hatten wir. 22 hatten wir. 26 hatten wir, glaube ich, auch schon. Können wir ja nochmal checken, aber ich meine, die hatten wir schon. Ja, das war eine 10er und da sind jetzt 9 drauf. Gucken, ne? Was da so weitergeht. Gefällt mir natürlich jetzt hier wieder gar nicht mit den Bussen. Warum die jetzt da stehen, weiß keiner. Außer die Busfahrer selber. Siebenundzwanzig, 22, 26. Wenn die sowieso nur im Stau stehen, dann können wir die auch sparen. Doof ist, dass die. Wer fährt denn da hoch? Ah, die 28 kommt von da oben auch noch. Hä? Wieso steht der dann da und. Naja, okay. Ich weiß nicht so genau, warum das so ist, aber es ist so. Neuer Buggy. Hier sind es jetzt auf jeden Fall nur Busse. Der Park da. Ich komme da nie wieder weg. Sportauto. Ah, der macht doch mal Gas und dann ist er weg. Gut. Ja, das mit den Bussen ist doof, würde ich jetzt sagen. Was kann man da dran besser machen? Ein Busbahnhof hier hinbauen. Der ist aber riesengroß. Würde hier auch gar nicht irgendwie hingehen, ne? Macht jetzt nicht wirklich einen Sinn, den da hinzubauen. Interessant wäre es, wenn wir es schaffen, den da wirklich hinzusetzen und die Straße davor haben. Warte, wir können ja mal gerade ein Stück Straße bauen und gucken, ob das überhaupt geht. Macht er jetzt nicht, oder was? So, jetzt hat er die Straße gemacht. Jetzt gucken wir nach dem Busbahnhof, ob der da dran ergeht. Da wäre die Stelle, wo es gehen würde, wenn der Berg nicht im Weg wäre. Alles klar. Vergesst es also. Machen wir nicht. Die Frage, ob wir dort eine so eine schicke Straße machen sollten. Ich glaube, machen wir nicht. Reißen wir lieber wieder ab. Ja, das Busproblem bleibt weiter bestehen jetzt hier. Mach schnell den Bagger aus. Was ist jetzt hier wieder für einer? Der Polizeistreifenwagen. Okay, lass die da ruhig fahren. Der kontrolliert keine Ahnung was. Hier setzt das jetzt wieder ein, dass das bis da hinten hin ist. Und das bringt dann nichts. Also, ich bin jetzt wirklich ja am Überlegen, dass ich mal während dieser Folge, also nach dieser Folge, dann vielleicht dieses ja, Fahrstreifenmanagement einfügen werde als DLC Download-Content oder weiß ich, was es immer ist, damit wir da vielleicht ein bisschen was hinkriegen, dass das läuft. Während ich jetzt gerade am Überlegen bin, hier würde das hier einen Sinn machen. Weiß ich nicht, ob das das kann. Ich glaube, das kann das nicht, aber. Wegen Busspuren so, ne?
tendenziell müsste man jetzt den Bus hier rüber fahren lassen. Die Buslinien hier rüber fahren lassen. Dass die von da oben kommen würden. Dann die Bushaltestelle da. Ach, das ist alles nicht sinnig. Aber hier ist es noch unsinniger, weil das so nicht klappt. Das mit dem Abbiegen funktioniert irgendwie schlecht. Hier ist das größte Wollknäuel, was wir wohl haben. Ja, müssen wir gucken, weiß ich auch noch nicht. Ich werde mir das mal anschauen, mal schauen, wie diese Möglichkeiten da sind, das zu ändern. Vielleicht schreibt das auch in die Kommentare, wenn ihr genau wisst, was da am besten jetzt für mich wäre. Aber ja, da müssen wir dann gucken, alles klar. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn das nächste Video kommt. Und falls ihr noch kein Abo habt, macht das natürlich auch. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Kommentare sicher herzlich willkommen und auf jeden Fall für diesen Fall mit diesem, was ich dazu bauen muss. Und naja, dann schauen wir mal weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich, wie gesagt, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!